zu meinem neuen YouTube-Video. Heute geht es um vegane Mythen, also so Aussagen zum Veganismus, die einem häufig begegnen. Passend zum Spezizismus-Video, das gestern in Zusammenarbeit mit Peter Deutschland rausgegangen ist, dachte ich, dieses Video eignet sich eigentlich ganz gut, um auf einige Mythen einzugehen, die ja wie immer absoluter Schwachsinn sind, wenn es um gegen Veganismus geht. Und sowas, ja, manche Leute fühlen sich da schon sehr angegriffen. Also ist mir ernsthaft, es gibt kein Argument gegen Veganismus, das man nicht entkräftigen oder widerlegen kann. Also nein, es gibt nichts, was gegen Veganismus spricht. So, dann fangen wir an Punkt 1. Etwas, was man ja häufig hört, ist, wo bekommst du dein Protein her? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, denn nicht nur totes Tier enthält Protein, sondern auch Linsen, generell Hülsenfrüchte, Tofu, Tempeh, Bohnen und so weiter und so weiter. Also man sieht schon, pflanzliche Lebensmittel sind super. Ich weiß nicht, wie Leute immer auf die Idee kommen, dass man unbedingt totes Tier zum Überleben braucht. Warum sollte man das denn tun? Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben so eine Palette von Nahrungsmitteln, wofür wir sehr dankbar sind, dass wir in diesem Land hier, Deutschland, dass jeder Zugang zu Nahrung hat, dass jeder in den Supermarkt gehen kann, dass wir in unser Essen kommen. Und das ist echt viel wert und das finde ich auch super. Kommen wir gleich zu einem wohl am häufigsten genannten Punkt gegen Veganismus. Ich will keine 1000 Tabletten schlucken. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, dass Veganerinnen so viele Tabletten zu sich nehmen müssen. Fakt ist, wer sich vegan ernährt, das Einzige, was zwingend zu sich genommen werden muss, ist Vitamin B12. Fertig, das war's. Alle anderen Nährstoffe können durch eine gut geplante vegane Ernährung zu sich genommen werden. Heißt, man kann sich sehr gesund vegan ernähren und muss lediglich Vitamin B12 supplementieren. Veganismus ist eines der gesündesten Dinge, die man für den eigenen Körper tun kann, wenn der Veganismus richtig durchgeführt wird. Ich habe nie behauptet, dass ich mich perfekt vegan ernähre. Ich habe mich aber auch nicht, bevor ich vegan wurde, gut ernährt. Ich esse halt einfach, was mir schmeckt, bin damit glücklich, bin damit gesund und niemand leidet. Das ist mir jetzt wichtig. Gesunde Ernährung liegt mir gar nicht so am Herzen. Durch den Veganismus tue ich schon viel für meine Gesundheit und ja, mir schmeckt halt einfach. Ich supplementiere ein bisschen mehr als Vitamin B12, aber wie gesagt, würde ich mich anständig und sehr gut ernähren, dann bräuchte ich nur dieses Vitamin B12. Nächster Punkt, das sind halt nicht mal Tabletten, bei mir sind das Tropfen aktuell und ja. Nächster Punkt, in der industriellen Massentierhaltung oder generell fast allen Tieren, in der Tierhaltung wird Vitamin B12 supplementiert, weil Vitamin B12 quasi so ein Bakterium in der Erde ist und die Tiere, viele sehen ja nie Erde, viele sehen nie Freiheit, auch wenn sie zum Schlachter gefahren werden. Super. Denen wird es ebenfalls künstlich zugeführt. Also ob ich das Vitamin B12 jetzt ohne Tierleid direkt zu mir nehme oder ob ich es eben als Umweg über das Tier zu mir nehme. Nein, danke. Ich bleibe bei meinen Tropfen bzw. Tabletten oder keine Ahnung. Kann man sich übrigens auch spritzen lassen. Aber ja, ich finde den Weg der Tropfen aktuell echt am coolsten. Und man sieht, ich lebe gesund, ich schaue gut aus. Was wollte ich noch sagen? Meine Blutwerte sind toll. Natürlich, man könnte jetzt wieder sagen, dass ich Eisenmangel habe. Richtig. Aber den hatte ich schon vor dem Veganismus, schon lange vor dem Veganismus, wo auch ich noch totes Tier zu mir genommen habe. Und Eisenmangel ist kein Veganerinnenproblem, sondern eher ein Frauenproblem, weil meistens Frauen darunter leiden. Und ja, aber gut, der Punkt ist abgehakt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Würde ich jedes Mal, wenn ich folgendes Argument lesen würde, 1 Euro bekommen, hätte ich jetzt echt viele Euros. Und zwar, wegen euch Veganerinnen wird der Regenwald zerstört. Sowas kommt auch nur von Leuten, die sich noch nie mit der Regenwaldproblematik und dem Soja auseinandergesetzt haben. Da kratzt eine Katze an der Tür, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Wir können sie jetzt nicht hereinlassen. Gleich, bin los. Wo bin ich stehen geblieben? Genau. Wer sich noch nie mit der Thematik auseinandergesetzt hat, behauptet solche Fake News. Ganz einfach. Man liest es mal vielleicht in der Bildzeitung und schon denkt man, mega, ich habe das Argument gegen Veganismus. Wegen euch Veganerinnen wird der Regenwald zerstört. Aber das ist halt auch einfach faktisch sowas von falsch. 80% des weltweit angebauten Sojas wird an Tiere verfüttert, geht in die industrielle Tierhaltung. Und das Soja für vegane Produkte kommt allermeistens aus Europa. Heißt, man sieht schon wieder, das Argument, das hängt überhaupt nicht mit Veganismus zusammen. Nur weil manche Leute denken, Veganerinnen futtern nur Soja in sich rein. Aber also ich persönlich esse nicht viel Soja. Also wirklich nicht, ne? Aber gut, ich hab's euch ja jetzt gesagt, ist sowieso falsch. Der nächste Mythos, den man immer wieder so hört, ist,
ich kann nicht vegan leben, weil ich dann nichts mehr essen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr mich schon mal angeschaut habt, aber ich glaube, ich bin die Letzte, die danach aussieht, nichts mehr essen zu können. Und das ist nämlich der Punkt. Ich persönlich ernähre mich genauso, wie ich es früher getan habe, nur eben ohne Tierleid. Denn heutzutage gibt es so gut wie alles in vegan. Es gibt vegane Wurst, es gibt vegan Käse, es gibt vegan Frischkäse, es gibt vegan Lachs, vegan Thunfisch, Shrimps, Garnelen. Alles gefühlt, was ich mir nur wünschen könnte, gibt es in vegan. Also ich sage immer, Veganismus ist kein Verzicht, sondern eine Bereicherung. Denn es ist einfach eine Bereicherung, sich so ernähren zu können, dass kein Lebewesen darunter leiden muss. Und ich garantiere euch, das ist geil. Wirklich. Also ich bin absolut glücklich, ich bin zufrieden. Das ist total gut für meine Psyche, das ist gut für meine Seele. Einfach dieses Wissen, ich schade nicht aktiv irgendwelchen Lebewesen und bezahle für ihre Qual. Ja, nächster Punkt. Veganismus ist total teuer. Es ist auch falsch. Man kann jede Ernährungsform günstig oder teuer gestalten. So vegane Basics, so Grundnahrungsmittel sind nicht teuer. Ich kann Kichererbsen essen, ich kann Linsen essen, ich kann Gemüse und Obst. Ich habe so eine Palette, was ich essen kann. Und wie gesagt, es ist halt so ein persönliches Ding. Will ich mich teuer vegan ernähren oder günstig? Natürlich, Ersatzprodukte sind aktuell noch teurer. Erstens, weil die oft teurer, also höher besteuert werden. Und der nächste Punkt ist auch Angebot und Nachfrage. Sobald Veganismus wirklich massentauglich ist, wir haben aktuell einen 2%igen Veganerinnenanteil in Deutschland, sobald die Produkte mehr produziert werden und einfach die Massen stimmen, wird es auch alles günstiger. Und man sollte sich überlegen, sind vielleicht nicht die veganen Produkte einfach okay für den Preis und die ganzen tierischen einfach viel zu billig? Ich meine, schaut euch das mal an. Ich kriege ein halbes Schwein für keine Ahnung wie viel Euro. Ich kriege 100 Gramm totes Tier für keine Ahnung wie viel. Also total günstig, das ist auch nochmal im Angebot. Und ist es nicht eher erschreckend, wie wenig Lebewesen wert sind? Also ich bin sehr froh, dass ich meine veganen Produkte kaufen kann und wir geben auch nicht so viel Geld für Lebensmittel aus. Vielleicht zu zweit 200 bis 300 Euro im Monat. Ohne Essen bestellen, das ist ein bisschen mehr, weil ich bestelle gern. Von dem her, tolle Ernährungsform, die mich persönlich, also die uns persönlich auch nicht teurer kommt, als wenn wir nicht vegan einkaufen würden. Was man auch immer wieder hört, ist, dass vegan kochen total aufwendig ist. Aber das ist halt auch einfach faktisch falsch. Ich meine, was ist denn da aufwendig? Ich persönlich hasse kochen, ich tue es auch nicht gern. Mir ist das generell zu aufwendig. Aber zwischen vegan und nicht vegan kochen besteht halt kein Unterschied. Wenn ich einmal mich umgestellt habe und wenn ich einmal die Routine habe, ist es doch egal, ob ich die vegane Sahne nehme oder die Sahne aus Kuhmilch, aus Muttermilch. Ich sage eigentlich nie Kuhmilch, ich sage eigentlich immer Muttermilch. Naja, das macht doch keinen Unterschied mehr. Ich meine, einkaufen, wenn ich einmal die Routine habe, ich gehe da rein und bin dann 5 Minuten wieder draußen, ich weiß, wo meine Sachen stehen, ich weiß, was ich will. Und ich finde es sogar, ehrlich gesagt, einfacher, weil ich muss hier nicht vor so einer Theke stehen mit lauter Stücken von Lebewesen, sondern ich gehe zu meiner veganen Theke, die ist gar nicht so groß und da hole ich mir meine Sachen. Das ist für mich persönlich auch irgendwie einfacher. Naja, auf jeden Fall kochen, nicht mein Ding, aber vegan kochen ist wirklich nicht aufwendiger als nicht vegan kochen. Was ich auch mega oft höre, beziehungsweise was mir vorgeworfen wird, ist, dass ich ja so dick bin. Ich kann mich doch gar nicht vegan ernähren. Also das ist auch schon wieder so ein doofer Mythos. Das kommt daher, dass manche Leute denken, dass Veganerinnen nur Gras und Steine essen. Ich habe noch nie in meinem Leben Gras und Steine gegessen. Ich esse sogar fast nie Salat, weil ich nicht so ein Obst- und Gemüse-Fan bin und Salat ist ja Gemüse. Nee, aber wie gesagt, das hatte ich ja vorher schon mal erwähnt, als Veganerin kann man wirklich alles essen, nur halt eben ohne Tierleid, weil es inzwischen echt alles in vegan gibt. Und ich liebe Essen, Essen macht mir mega viel Spaß und ich liebe mich halt so, wie ich bin. Und für mich ist es absolut okay, wenn ich laut BMI adipös bin, weil mich das halt nicht juckt. Solange ich mich gesund fühle, solange ich mich wohlfühlen, solange ich die Treppen da hochkomme, ohne Pausen zu machen, das ist halt für mich, ich habe halt eine tolle Lebensqualität und solange ich die habe, ist es mir egal, wie dick ich bin. Und ich halte ja mein Gewicht jetzt schon nach also ich wiege mich nicht, aber ich schaue ungefähr immer gleich aus, mal ein bisschen mehr Bauchspeck, mal ein bisschen weniger, je nachdem, was ich am Vortag gegessen habe oder ob wir mal wieder irgendwie viel bestellt haben. Ja, von dem her, Gewicht hat nichts mit der Ernährung zu tun, also nichts mit der Ernährungsform, ob vegan, nicht vegan, bla bla bla, wie auch immer. Und der letzte Mythos, der mir persönlich am wichtigsten ist, ist der Punkt, vegan leben ist extrem. Weil mich das einfach so, das lässt mich schon innerlich kochen, wenn man so etwas sagen kann. Was ist denn extrem? Es ist extrem, die Umwelt zu zerstören, fühlende Lebewesen zu töten, allein in Deutschland über 700 Millionen Lebewesen jährlich abzuschlachten, auf der ganzen Welt, Billionen in einem gewissen Zeitraum. Oder ist es extrem, Tiere zu schützen, sich für Tierrechte einzusetzen, die Umwelt dadurch zu schützen und einfach sich gegen dieses System zu stellen, der Ausbeutung und Unterdrückung von fühlenden Lebewesen?
Ich meine, es ist ja ganz logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Das Einzige, was extrem ist, ist das, was diese Gesellschaft als normal erachtet. Das ist extrem. Tierische Produkte zu konsumieren ist extrem. Warum ist es extrem? Weil dadurch eben fühlende Lebewesen zu Schaden kommen, weil fühlende Lebewesen leiden und weil die Umwelt so richtig am Arsch ist. Veganismus ist nämlich, by the way, auch ein sehr effektiver Umweltschutz. Durch Veganismus kann wahnsinnig viel CO2 eingespart werden. Durch Veganismus könnte der Welthunger reduziert werden. Aber das ist wieder ein anderer Punkt. Informiert euch da einfach mal selber. Weil dieses Getreide, was an die Tiere füttert wird, damit wir die Tiere essen könnten, das könnten auch Menschen direkt bekommen. Und ja, es ist einfach extrem, nicht vegan zu leben. Also ganz ehrlich, Veganismus ist nicht extrem. Veganismus ist die einzig logische Konsequenz, wenn man sich mit dem ganzen Thema mal auseinandersetzt. Und wenn man wirklich mal reflektiert, was tue ich da? Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Oh, mein Akku ist fast leer. Verdammt. Ich bin eh fertig. Dann noch einen schönen Tag. Lasst wie immer gerne ein Like und einen Kommentar da. Und verfolgt uns gerne weiterhin auf TikTok, Instagram und YouTube. Bis bald.